Rise and Shine. Es ist sehr voll. Was machen wir jetzt? Absolutely stunning. Oh mein Gott! Wir haben jetzt alle unsere Bikinis an. Die ist weg. So Angst, Mann! Woo. Niemals! Wir gehen jetzt paddeln. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den zweiten Teil von meinem Mallorca-Vlog für euch. Also falls ihr den ersten noch nicht kennt, schaut euch den auf jeden Fall zuerst an. Ich verlinke den euch unten in der Infobox. Wir starten jetzt direkt mit einem Mega-Spinn-Drama. Also hier schon mal Triggerwarnung, gleich geht's richtig ab. Und wir haben es versucht, mit den Spinnen aufzunehmen. Ja, es waren mehrere. Viel Spaß beim Vlog. Ey, die hat sich einfach hier ist gemütlich gemacht. Ich kann es nicht glauben. Ich finde das gerade gar nicht lustig. Wirklich, gar nicht lustig. Alter, was ist das für eine Osch, Alter? Die Spinnenflüsterin kümmert sich jetzt. Alter, Paulina. Angelegenheit. Leute, ist alles gut. Die jetzt springt, springt das weiß an. Oh, die ist schon gruselig. Was muss ich machen? Schnell da, den Noppen da dran halten. Alle nah, okay. Das eins. Auf jeden Fall. Meinst du wirklich? Nein. In welchem Zimmer jetzt? Ja. Komm her, du wirst sie doch sehen, oder? Boah, Karin, wenn du das siehst, ist das schön. Leute, ich hab Angst. Also den Weißen kann man ja auch nachts lieber. Oh mein Gott, die hat sich schon bewegt. Ja! Was ist das? Die ist so schrecken. Die ist schrecken. Die ist an diesem Ständer rechts dahinter. Und die ist riesig. Der Körper ist so. Nein, der Körper, die ist viel größer als die. Oh Mann, hör auf! Ich heule gleich. Geh doch gucken. Nein, ich trau mich nicht. Paulina, das ist gar nicht mehr. Hör auf. Das ist so ein magischer Wesen. Leute, die ist nicht mehr da. Ganz ehrlich, Paulina, du darfst sie jetzt auch rausbringen, wenn Nein. du jetzt alle gerufen hast. Du hast die ist nicht mehr da. Hör auf, doch, die ist Paulina, an der Wand. Die ist unter dem Handtuch bestimmt. Unter dem Leute, wo ist die denn? Ich hab gerade, ich hab die doch gerade gesehen. Ich will nicht mehr. Die ist doch jetzt gerade wirklich nicht mehr, die ist hinter der Tür, 100%. Oder? Aber was macht mir denn jetzt? Machen wir jetzt die, heb mal du, die du hast sie gerufen, mach Paulina. Das kleidet sich einfach an. Soll ich ein Glas holen, Paulina? Ich mach die nicht weg, die ist mir auch eine Nummer ja, zu groß. Ist sie größer als die, als, ja, die, als die Bitch da hinten? Die ist so. Halsmaul! Hör auf! Nein, nein, pass mir nicht ab! Dass die aussieht wie ein Monster, die sieht aus wie ein Monster aus dem Film. Hör auf! Das ist so. Woher kommt die? Facts. Vor allem, ich sehe sie nicht mehr, das finde ich echt schlimm. Alter, Leute, wir müssen, wir können... Pauli, Olivia, nimm mal mein Handy mit. Scheiße, wir haben sie aus den Augen gelassen. Scheiße, aber die kann nicht weg sein, die ist irgendwo im Bad. Warte, ich muss mein Zimmer hier direkt, Mann. Ich hab halt Angst, dass die jetzt auf dem schwarzen Bad sind. Die ist hinter der Tür, safe. Nee. Das sind noch Ameisen, siehst du das? Ja, warum sind da so viele Ameisen? Das ist richtig eklig. Ja, ihr habt gar nicht das Handtuch hochgehebt. Natürlich nicht, Mann. Mach du doch! Nein! Wo sind da Ameisen? Im Bad. Wahrscheinlich ist deswegen auch die Tarantula. Tarantula. Godzilla.
Die war ja gerade eben noch. Sie ist wirklich massiv. Da hinten war die gerade. Ich glaube, die ist aber hoch an der Wand. Warte, wir können vielleicht von links gucken. Von der Spiegelung gucken. Dein Kopf ist jetzt dick. Hör auf. Oben ist sie nicht. Die ist entweder hier hinter der Tür oder unter dem Handtuch. So. Ich weiß nicht, was wir machen. Die ist halt voll schnell auch. Ja. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Die ist halt jetzt auch weg. Das Ding ist, irgendwer muss dieses Handtuch eigentlich abheben. Ja, wir können jetzt nicht das Licht ausmachen und... Nee, dann können wir das Bad ja nie wieder... Aber das Bad ist verloren sonst. Das Ding ist, man muss aber die Sachen ja auch dann noch rausholen. Also, wir können das nicht verlieren. Leute, wir müssen die töten. Ey, ich hab eine Idee. Halt mal fest, halt mal fest. Mann. Halt fest. Paulina. Nee, ich kann den nicht töten. Also. Ich schwöre, ich kann den nicht töten. Leute! Wir können das aber als Köder werfen. Ja! Was geht's? Du sollst werfen? Ja! Wir haben mehr von den Dingern. Wir haben noch ein paar mehr da hinten. Eieiei. Ich höre das jetzt gegen das Holzding, ja? Und dann laufe ich nach hinten. Geh lieber weg und geh aus meiner Sicht. Geh aus meiner Sicht. Ja, nee. Die wird da nicht einfach aus dem Fenster krabbeln. Das Ding ist, ich glaube, der Bürsten ist zu klein. Ich glaube, der Bürsten, jetzt ist das Problem. Was denn? Der ist zu klein. Guck mal, die ist ja riesig, wie meine Hand. Aber der Bürsten auch so. Aber ich glaube, das wird ja hier drin reingesprudelt, ne? Dann wird, kriegt die einen Schock. Ja, aber der Aufsatz ist zu klein, der kriegt die gar nicht rein. Das? Aber der Tritt. Aber ohne die Bürste, so. Bitte? Leute. Oh, ja. Wir machen jetzt so eine Ghostbuster. Das war eine Dyson-Werbung einfach. Dyson, dein Partner für alles. Das ist aber immer extrem schwer für dich, Dyson, ne? Das Ding da abzumachen. Was machen sie, wenn die jetzt auf uns zurennt gleich? Dann schreien wir einfach. Da mache ich so. Das ist einfach so. Dünne Sandale aus. Oh mein Gott! Hör auf! Oh mein Gott! Was für Bomben? Sorry, bin ich blöd, Alter? Wo sind die denn, diese Idee? Klar. Ja, hier, okay, die oh, Leute, da. So, soll ich versuchen, die einzusaugen? Ja, mach du's. Nee, ich trau mich. Paulina, du kannst das. Das Handy geht. Ja. Nee, ich trau mich das nicht. Das ist immer noch zu nah dran. Die ist weg. Die ist weg. Um die Ecke? Safe. Du traust dich das doch. Alter, Leute, ich kann jetzt hier nicht alles machen. Come on. Hey, das muss jetzt einer von euch machen. Du willst es aus Prinzip nicht machen, aber du könntest es, Paulina. Ich geh mit dir dahin, komm, wir machen das jetzt. Komm. Ich schreie, ich lass den halt fallen, wenn ich die sehe. Das ist das Problem. So mit Anwenden an der Lampe. Olivia, komm. Du bist hart, komm. Ich kann das nicht. Ich schwöre, bei Tieren so umbringen. Kann das wirklich nicht. Ich auch nicht. Das ist mein Tempo. Ich habe gerade diese grandiose Idee gehabt, dann schon. Okay, also lassen wir sie einfach da, oder? Wenn keiner, nein. Wenn keiner sie retten kann. Ich will nur nicht wissen, wann es immer geht. Sie verwendet unsere Bomben. Red nicht in der dritten Person immer mit. Sie. Oh, sie ist nicht mehr. Nein. Die ist in der Ecke, die ist dahinter Waschbecken. Oder? Sie ist aber nach links. Da sind gerade Beauty Cases auch offen, ne? Nicht, dass du da jetzt tun willst. Ich muss doch erstmal die Wand hochschauen. Go, Paulina. Jetzt nicht in Panik geraten. Oh, sagst du mit dem Handy? Wo ist Sophie? Wir fahren Sophie. Würde Sophie das machen? Das Ding ist, wenn ich jetzt da so gucke und dann ist sie so auf meiner Augenhöhe. Warte, wir können das Handy kurz vorschicken. Ich habe keine Hände hier. Du musst hier auch richtig schnell machen. Aber ich puste auch puste. Aber wir brauchen erstmal das Handy. Ich weiß, was du jetzt machst. Ja, aber das andere
so doll, wenn ich jetzt ohne Aufsatz habe. Und dieser Jeep geht nicht. Okay, nicht mal hin. Scheiße. Na, dann können du kurz. Was ist denn jetzt hier lang drin? Oh Gott, ja, man muss ja gangfrei sein. Also meint es nicht? Ja, naja. Aufstellung? Ja, oh mein Gott, da sind die offenen Kulturtaschen auf dem Boden. Ja, sie ist weg. Oder ist sie da unter dem, ist das Schwarze da unter dieser Zahnpasta-Tube? Ich glaube nicht. Nee. Ja, das ist jetzt natürlich Leute. Die hat uns richtig. Nein, die ist irgendwo in dem Raum und wir werden jetzt heute Nacht töten. Ey, das müsst ihr ganz schnell machen, bevor die in Paulinas Sachen reingehen. Was? Das müsst ihr ganz schnell wegmachen, bevor die in Paulinas Kulturtasche und einfach so reinkommt. Ich glaube, die passt da rein. Leute, ich meine Hand. Die geht dann kaputt. Nein, sorry, ich bin raus. Was? Ich muss töten, weil es ja meine kleine Schwester, die weint. Ja. Oh, Mann, aber du schaffst das. Also, ich bin mit dir. Wir machen es zusammen jetzt. Ist das? Ja. Aber die Frage ist, wenn das scheitert. Ja, aber dann bewegt die sich. Oh mein Gott, das ist hier riesig. Caro, bitte. Irgendwas müssen wir jetzt Wäre das vom Staubsauger nicht durchsichtig, würde ich es eventuell noch machen. Aber das ist durchsichtig, dann guckt die mich an und verflucht mich. Nein. Du kannst auch abkleben. Die ist wirklich fett. Die hat wirklich richtig, richtig fette Beine. Okay, wir müssen es jetzt machen. Guck mich nicht so an. Ich habe Angst. Ich auch. Was machen? Einsaugen mit dem kleinen Ding? Überleg dir das nochmal. Die ist gerade eigentlich optimal, ja. Da wo sie ist. Ich weiß, ist sie auch. Aber die ist doch gleich schon wieder weg. Taro, bitte, du kannst das. Mach mal, darf ich das mal auf deinen Fuß halten, gucken, wie die Saugkraft ist? Standard? Nee, gar nicht. Aber die ist aber auch... Aber sobald sie hier oben ist, wird die erstickt. Als ob die da wieder rausläuft. Nein, die läuft nicht raus, aber die... Lebt da kurz noch. Ja. Wir leben bis im Garten. Ja. Ja. Caro, du kannst das bitte. Bitte. Nee. Du musst mich retten. Nein, you're stronger! Ich hab keine Lust. Leute. Olivia? Das ist nicht die größte Spinne, die du jemals gesehen Doch. Hast. Ich schwöre, ich habe viel mehr Spinnen gesehen als in fucking Australien. Die geht die Wand hoch. Nein. Doch. Nein. Versucht, sie kriegt's nicht hin. Spiel mal den Naturfilmer. Alter, da ist sie. Ich sehe sie nicht. Da! Oh mein Gott! Alter, was hat die für einen riesen Körper? Ja, I know. Die ist wie ein Krebs. Sicher, dass das kein Krebs ist? Ja. Krebs. Sie ist direkt da. Nein. Wo? Wo ist kriegst du nicht hin? Du kriegst sie nicht da drunter. An der Toilette. Die Frage ist halt, probier's. Die Frage, die ist riesig. Grau. Die ist grau. Ja, können wir heute auf das...
Badezimmer verzichten, jemanden. Nein, das Leute, nein, wir machen, nein. Vor allem, dann sind die ganzen Sachen da drin, nein. Und dann ist sie morgen da drin. Legt die da Eier und aber dann Leute, schauen. Die sieht doch nicht normal aus. Das ist eine brutale Spinne. Und wenn ich jetzt den Eimer drauf mache, den Eimer? Nein, aber jetzt mal kurz, was machen wir dann? Benutzen wir das Bad? Nein. Nein. Ja, also. Dann können wir aber. Die geht unter den Teppich. Die, ja, die ist so schlau. Nein. Aber geht nicht genau darunter. Alter, die also umbringen kann ich so nicht, das sage ich schon mal. Ja, dann saug sie ein damit. Nein, das kann ich auch nicht. Die ist auch viel zu groß, ohne Scheiß. Ja, aber du kannst diese fetten Dinger draufhämmern. Nein. Glaubst du, du triffst die? Oh nein, jetzt geht die wieder dahinter. Warte, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss jetzt langsam kommen. Oder Schlüsseldienst? Wir rufen einen Schlüsseldienst. Nein, das bringt gar nichts. Wir haben kein Schlüsselproblem, wir haben ein Spindelproblem. Wo ist sie jetzt? Da rechts wieder, in ihrer Ausgangsposition. In welche? Da, wo sie hinter dem Holzding. Na, oh, da sieht man sie jetzt nicht mehr. Ist natürlich schlecht, ne? Boah. Ich hab so Angst, Mann! Saug einfach. Aber du bist krass. Saug einfach. Mach du! Mann, du kannst es, bitte. Hör mal auf! Ich will einfach die Wand hoch. Die guckt mich an. Das sind schon wieder die Oldschool-Shopper, aber das ist kein Problem. Fenster aufmachen ist keine Option. Nein, es ist keine Option. Ich habe einfach Angst, die hier drin zu sehen. Ja, ich verstehe das. Ich glaube, ich muss den dann halt fallen lassen. Können wir ein Handtuch hinlegen, dann kann ich es fallen lassen. Oh, was soll ich tun? Wo ist sie denn, Claudia, der Klobürste? Klobürste? Ja. Das muss da mal wieder weg. Realistisch jetzt, ne? Ja. Komm, ein Stück hier zurück. Ist. Realistisch passt die da nicht rein, Leute. Natürlich niemals! Was. Doch. Doch, doch. Und außerdem kann ich ihr die Beine brechen. Ja, die Sau. Das geht schon. Doch, doch. Also direkt auf Turbo, aber. Ja, ist auf Turbo. 10 Minuten haben wir noch mit Turbo. Was geht denn da mit der Akku? Die muss rein. Halt aus dieser Ecke raus. Weil ich ja, aber wenn die hier vorne ist, dann habe ich hier wenigstens so einen Spielraum hochzumachen. Ja, wenn die hier vorne ist, dann machen wir. Weil wenn die da hinten ist, dann muss ich ja in den Raum rein. Ja. Ich bin da. Bruh. Kannst du was da hinten reinwerfen? Nimm so einen Sack, nimm so einen Sack. Der dein Zimmer schützt? Ja. Oder den, der an der Seite ist. Oder nee, den. Sorry. Dann geht mal rein. Ich glaube, bist du. Nein. Ja, Maus, jetzt. Ja, wo ist sie jetzt? Ich hab sie halt getroffen, aber. Jetzt ist das Polen offen, ne? Jetzt ist sie dahinter. Ja, toll. Ich dachte, du wirfst oben drauf. Fühl dich. Wie sind die denn von mir so hinterm Klo, dass wir am Klo gelandet? Also wo ist sie jetzt? Ja, die ist da irgendwo zwischen, ne? Vielleicht hast du sie zerquetscht. Bitch, be for real! Nein, sie bewegt sich. Okay, sie kommt hierher. Da. Ah ja, da ist sie. Komm her, du kleine Haut. Kleine Hube. Aus. Willst du nicht saugen? Nein, die ist dahinter. Die bewegt sich nicht, die kleine Pfot, Alter. Sollen wir noch was werfen? Nein, das geht nicht auf den Winkel. Nee, nicht mit dem Tuch, sonst krabbelt die da noch drunter. Das ist immer das Problem. Soll da rauskommen. Wollen wir mal ChatGPT fragen, wie wir diesen Horrorfilm hier nennen? Wir können mal ChatGPT fragen, was man macht, wenn man so eine Spinne findet. Das wäre doch eine Idee, oder? Aber man muss es halt machen, das ist jetzt ein Problem. Ja, aber was macht man am besten? Wo ist die
Alter. Hinter Müll. Es gibt dann schon so bestimmte so Kecher, wo man dann sowas kann. Dings mal den Müll an. Okay, jetzt müsste die eigentlich da rauskommen. Ich sehe die nicht. Seht ihr die? Nein, ich sehe sie auch nicht. Die ist bestimmt schon wieder ganz woanders. Ich weiß ganz genau, wo sie rauskommt. Was ist das? Ihr letzter Tag. Ach, Olivia, Alter, gleich darfst du das machen. Sehen wir durch die Spiegelung vielleicht? Also ich glaube, wir wären alle schon gestorben im Urwald oder so. Die Bett nicht so groß. Ja, die ist einfach ekelhaft. Echt? Ist das das Ding? Ich sehe die gar nicht. Ich sehe die gar nicht. Vielleicht ist sie am Mülleimer. Was wäre denn nochmal dagegen raus? Und hinten an dem Sack? Nee, da war sie eigentlich nicht. Die ist weg. Die muss ja da irgendwo sein. Vielleicht ist sie jetzt im Mülleimer. Wie denn? Der war doch zu. Hä? Da ist unten. Siehst du das? Da kann man rein. Kannst du mal hinten den Sack anstoßen, Caro? Vielleicht wird das auch gut. Ja! Nee. Oh, was nicht? Ich dachte, sie wäre da, aber sie ist da nicht. Wir dürfen nur nicht die Duschwand kaputt machen, Leute. Leute, wenn die jetzt einer findet, dann werde ich sie töten. Ich werde sie jetzt nicht finden. Okay, Leute, wir haben sie aufgesaugt. Der Übeltäter liegt da draußen im Dyson. Das ist schon echt richtig krass. Alter. Wir wollten uns eigentlich jetzt hier noch zusammen hinsetzen, ein bisschen quatschen. Du ja nervig. Ich bin fix und fertig, das war ein Workout. Wirklich. Oh. Kann mir jetzt einer sagen, was die Uhrzeit ist? 20:12. Alter, wir haben gerade eine Stunde dafür gebraucht. So, Leute. Der Schock ist over, aber die Doja schläft trotzdem jetzt hier. Mir geht's gar nicht gut. Gehen jetzt schlafen und morgen früh gehen wir zum Strand. Ich freue mich. Caro ist die Rettung und sind wir an. Wirklich, Leute, ich könnte nicht mehr. Das war wirklich mega belastend gerade. Dass ich Angst vor Spinnen habe. Ja. Es ist so schlimm. Es war einfach wirklich sehr belastend. Es war einfach sehr belastend. Es war wirklich so ein. Wie nennt man das? Nicht Nervenkitzeln, aber so ein. Nervenaufreißend. Ja, crazy. Rise and Shine. Wir haben uns alle ein wenig entspannt von dieser hektischen Lage gestern. Also ich habe heute Nacht geträumt von Spinnen. Ja. Du auch? Ja. Und ich habe auch von fliegenden Dingen geträumt, die mir so ins Gesicht fliegen wollen. Mein Papa war auch da. Ja, auf jeden Fall. Es ist bewölkt hier und ich verstehe das irgendwie nicht, weil auch für morgen ist. Ich habe irgendwie Popel in der Nase. Und mich das ein bisschen mad macht, weil als ich dieses Boot gebucht habe gestern, war da noch nichts mit Wetter. Paulina meinte auch eben, da war gar nichts mit schlechtem Wetter. Und ich frage mich, wer das hier verjinxt hat. Weil auf Ibiza, als wir das Boot gemietet haben, war ja auch so ein krasser Regen. Die Olivia macht sich hinten Kaffee. Bin ich schon dabei. Ja, mal schauen, ob wir jetzt den Plan ändern. Wir besprechen das jetzt und mal gucken. Die Taschen sind gepackt. Die Mädels sehen absolutely stunning aus. Of course. Paulina und Paulina tragen Leo. Olivia und ich tragen Red. Stunning. A man in black is. Leute, wir reden immer noch über die Spinne und haben eben mal gegoogelt, wie schnell Spinnen rennen können, weil die war schon richtig schnell gestern. Und dann steht da einfach 20 Körperlängen pro Sekunde. Und dass sie springen können und dass sie beißen. Und die war bestimmt gestern 10 cm groß. Ja, wir sind immer noch nicht drauf klargekommen. Doja hat sie als erste entdeckt. Dann Paulina. Genau. Und dann Olivia und dann ich. Dann kamst du runter. Dann kam ich runter. Und das Ding ist, als ich oben war, hatte ich sowieso einen Film in meinem Kopf,
dass ich mir vorgestellt habe, dass jemand ins Bad geht und das oder ins Zimmer geht und da ist dann eine Spinne. Und dann war das wirklich so. So, wir sind jetzt am Strand und müssen jetzt mal einen Spot finden. Sagen wir einfach mal so, es ist sehr voll. Wir haben jetzt alle unsere Bikinis an und werden jetzt unser kleines Festmahl zusammenstellen. Schaut mal, wir sind richtig vorbereitet, haben so viel Nutella, Wurst, Aioli, Becher, Pepsi, Becher, everything. Wow, it's wirklich stunning. Doja brutzelt da. Aber ich sag euch, es ist voll, voll, voll. Es ist ein Festmahl. Ja. Hi. Ja, klar, natürlich. Oberkörpertraining, sage ich dir ehrlich. Wir ziehen uns jetzt hier an den Bojen entlang. Weißt du, wir machen das trotzdem. Wir wissen, wer das macht. Guck mal, er steht halt und macht das jetzt auf links. Einmal links, einmal rechts musst du das ja machen. Ne? Ja, Ogge, okay, dann steh. Soll ich stehen? Mhm. Soll ich versuchen? Ja. Paulina, guck mal. Ich glaube, das. Wie macht er das? Zweimal so. Ah, okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Woo! Go, Orge! Row, row, row the boat! Alter. Aber ist schon weit, ne? Ist weit! Woohoo! So, Leute. Wir haben es geschafft auf die andere Seite. Die Paulina ist gejoint. Und hier ist das Wasser so klar. Party People, wir sitzen hier und schneiden unseren Content. Und Paulina und Doja waren so lieb und sind gerade nochmal einkaufen gegangen, denn wir machen gleich Wolls Flammkuchen und uns hat Flammkuchen gefehlt. Ihr habt, Alter, ihr habt eben gesagt, ihr habt so eine Art Flammkuchen geholt. Und die verarschen uns die ganze Zeit. Doja sagt, die will uns hier die ganze Zeit veräpseln. Das müssen wir jetzt gleich machen. Und heute launchen auch die neuen Teile. Und deswegen müssen wir jetzt hier noch Sachen posten. Also ich muss jetzt noch meine Sachen schneiden und posten. Und irgendwie kommen wir nicht hinterher. So, Leute, wir haben jetzt hier Wolls Pizza gemacht. Pizza? Wolls Flammkuchen. Ich bin hier gerade hektisch, weil das mit dem Launch alles ein bisschen hektisch einfach ist. Und weil wir uns eigentlich auch bald fertig machen müssen. Aber ja, wir haben jetzt gerade noch schnell Wolls Flammkuchen gemacht. Ah, taste das. Ja. Die Mädels haben den noch nie gegessen, deswegen bin ich so gespannt. Unsere Reaction. Und nur die wahren Leute schneiden Pizza und Flammkuchen. Okay. Wer will was? Ich probiere das mit dem Chili Sin. Und jetzt auch mal für den Vlog approved oder approved? Mhm. Oh, mega geil. Aber, welches findest du besser? Willst du mal das probieren? Mhm. Paulina ist nämlich Fan von Killer Lentilla. Und deswegen. Und das andere. Oh, schmeckt auch geil. Ja? Was sagst du? Oh, ich finde, glaube ich, sogar das besser. Oh, mein Favorit. Ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie überbackene Nachos mit so. Das schmeckt richtig gut. Mit so Linsen. Mexikanisch. Ja, mit so Mexican. Mhm. Mexican Flammkuchen. Doja, was ist dein Fail? Einfach. Mhm, okay. Perfekter Fail. Ist einfach geil. Alles gut. Thank you.
zu unserer Dinner Reservation und hier ist ein Hund einfach auf der Straße und vor unser Auto gelaufen. Und das ist so ein feiner Schatz. Der hat aber sogar ein Halsband an und hat hier einen Mann angehalten und der ruft jetzt die Polizei oder irgendjemanden an. Aber der ist so süß. Wir liegen im Bett und wir haben noch sehr, sehr lange, ich glaube es ist 3 Uhr morgens, Princess Charming geschaut. Das ist unsere neue Obsession und es ist sehr unterhaltsam und da passiert so viel Scheiß. Wir haben so unfassbar viel gelacht, das ist einfach wirklich richtig lustig. Also kann ich euch sehr empfehlen, sehr, sehr cool und wir sind alle todmüde und wollen jetzt einfach schlafen. Danke für die Liebe. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr supportet den. Deswegen danke schon mal. In von vergangene Caro zur Zukunft, also nicht vergangene Caro, von der vergangenen Caro ein Danke und die Zukunfts-Caro nimmt euren Support dankend entgegen. Und ja, Corner pennt neben mir. Gute Nacht. If you got it bad, like I got it bad for you.